jede Veranstaltung bezüglich Austausch, Informationsweitergabe, vielleicht andere Gesichtspunkte kennenzulernen, ist dahingehend wichtig. Wir wissen, dass Afrika kein homogener Markt ist in dem Sinn. Das heißt, da gibt es viele Spitzfindigkeiten und ein Tag wie heute, eine Konferenz wie heute, ist dahingehend sehr wichtig, bringt viele Experten zusammen und da kann man immer viel Informationen mitnehmen, viel lernen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine Kommunikation zwischen Unternehmen, den öffentlichen Stellen und NGOs und Organisationen, die sich generell mit diesem Thema beschäftigen, pflegen. Dass wir im Diskurs möglicherweise neue Ideen entwickeln können, weil ich persönlich davon überzeugt bin, das ist wichtig für uns alle. Ich glaube, das wichtigste Thema, was heute zumindest wirklich angesprochen war, war dieser Fachkräftemangel. Sehr spannend, die unterschiedlichen Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen zu sehen und zu sehen, mit welchem Engagement sie dabei sind. Das habe ich sehr beeindruckend gefunden. Bedrückend eigentlich fast, das Leiden über den Fachkräftemangel, Facharbeiterinnenmangel, den es hier gibt. Und da finde ich, da werden einfach viele Chancen auch nicht wahrgenommen. Wir reden nicht über zirkuläre Migration, wo es Möglichkeiten gibt, Win-Win-Situationen herzustellen für die Länder des Südens und für die Unternehmen hier in Österreich. Und da fehlt natürlich auch einiges.